Eine der wichtigsten Maßnahmen für eine beständige Filterleistung ist eine regelmäßige Wartung. Um diese gewährleisten zu können, hat Donaldson die folgende Schritt-für-Schritt-Wartungsanleitung erstellt. Es folgt ein kurzer Überblick über die Piktogramme auf den Filtern von Donaldson. Keine Werkzeuge verwenden, die Filterbasis säubern, mit Öl befüllen, Dichtung schmieren, Gewinde schmieren, Manuell festschrauben. Ziehen Sie den Filter entsprechend den Anweisungen auf dem Filter fest. Weltweite Recycling-Symbole. Verwenden Sie bei der Durchführung eines Hydraulikölwechsels ein sauberes Tuch und einen sauberen Öltrichter, um einen Schmutzeintrag während des Wartungsprozesses zu vermeiden. Die folgenden Wartungsschritte für Trainingszwecke gelten universell für viele Hydrauliksysteme. Donaldson empfiehlt jedoch, wenn möglich, den Anweisungen des Erstausrüstes für die Filterwartung zu folgen. Stellen Sie vor dem Filtereinbau als ersten Schritt sicher, dass der vom Erstausstatter angegebene Wartungspunkt erreicht wurde oder die Wartungsanzeige den Wechsel des Filters anzeigt. Überprüfen Sie als zweiten Schritt den neuen zu installierenden Filter auf Beschädigungen durch Transport oder Handhabung. Installieren Sie keinen verbeulten Filter, da er an dieser Stelle geschwächt ist. Stellen Sie als dritten Schritt sicher, dass das System ausgeschaltet ist und nicht mehr unter Druck steht. Entfernen Sie als vierten Schritt den Wechselfilter. Entsorgen oder recyceln Sie den Filter gemäß den lokalen Vorschriften. Reinigen Sie als fünften Schritt die Dichtfläche des Filterkopfes oder Deckels. Schmieren Sie die Gewinde und die Dichtung des Anschraubfilters mit sauberem Systemöl. Montieren Sie als sechsten Schritt den Anschraubfilter und schrauben Sie ihn an, bis der Dichtring die Dichtfläche berührt. Folgen Sie für die endgültige Verschraubung des Filters den Anweisungen auf dem Filtergehäuse. Ziehen Sie den Filter nicht übermäßig an. Im letzten Schritt 7 wird das Hydrauliksystem entlüftet und auf Undichtigkeiten überprüft. Lassen Sie uns die erläuterten Wartungsmaßnahmen zusammenfassen. Überprüfen Sie die Wartungsanzeige. Überprüfen Sie das neue Filterelement. Schalten Sie den Systemdruck ab. Bauen Sie das gebrauchte Filterelement und die Dichtung aus. Säubern Sie den Filterkopf. Schmieren Sie die Filterdichtung. Bauen Sie den neuen Filter entsprechend den Anweisungen ein. Entlüften Sie das Hydrauliksystem und achten Sie auf Undichtigkeiten. Führen Sie nun für Filter mit Einsatz die folgenden Austauschschritte durch. Stellen Sie als ersten Schritt sicher, dass der Filter gewechselt werden muss. Dies ist entweder den Anweisungen des Erstausrüstes oder der Wartungsanzeige zu entnehmen. Stellen Sie als zweiten Schritt sicher, dass das Hydrauliksystem abgeschaltet ist und nicht unter Druck steht. Schrauben Sie als dritten Schritt das Gehäuse ab und entfernen Sie den Einsatz. Entfernen Sie im vierten Schritt alle Ablagerungen aus dem Inneren des Filtergehäuses. Entsorgen Sie den Einsatz gemäß den lokalen Vorschriften. Überprüfen Sie im fünften Schritt die Gehäuseabdichtung auf Beschädigungen. Schmieren Sie dann die Dichtung und die Gewinde mit sauberem Systemöl. Schmieren Sie als sechsten Schritt den O-Ring des neuen Filtereinsatzes mit sauberem Systemöl und bauen Sie den Filter in das Gehäuse ein. Fügen Sie das Gehäuse und den Filterkopf gemäß den Anweisungen auf dem Gehäuse zusammen. Ziehen Sie den Filter nicht übermäßig an. Im Schritt 7 wird das Hydrauliksystem entlüftet und auf Undichtigkeiten überprüft. Lassen Sie uns die erläuterten Wartungsmaßnahmen zusammenfassen. Überprüfen Sie die Wartungsanzeige. Schalten Sie den Systemdruck ab. Bauen Sie das gebrauchte Filterelement und die Dichtung aus. Säubern Sie den Dichtungsbereich und den Deckel des Gehäuses. Bringen Sie die O-Ringe, Dichtungen und Gehäusedichtungen an. Bauen Sie den neuen Filter entsprechend den Anweisungen ein. Entlüften Sie das Hydrauliksystem und achten Sie auf Undichtigkeiten. Nachfolgend finden Sie Anweisungen für den Austausch von In-Tank-Filtern. Stellen Sie im ersten Schritt sicher, dass der Filter gemäß den Anweisungen des Erstausrüsters oder der Wartungsanzeige ausgetauscht werden muss. Stellen Sie als zweiten Schritt sicher, dass das Hydrauliksystem abgeschaltet ist und nicht unter Druck steht. Entfernen Sie als dritten Schritt den Deckel und dann das Filterelement so vorsichtig wie möglich. Verhindern Sie, dass Verschmutzungen in die saubere Seite des Gehäuses gelangen. Entsorgen Sie den Einsatz, Dichtung und die Feder ordnungsgemäß. Entfernen Sie im vierten Schritt alle Ablagerungen aus dem Inneren des Gehäuses. Entfernen Sie im fünften Schritt alle Ablagerungen aus dem Deckel und schmieren Sie die Dichtung. Schmieren Sie als sechsten Schritt den O-Ring des Filters mit sauberem Systemöl und bauen Sie den Filter ein. Bringen Sie den Deckel entsprechend vorgegebener Anweisungen wieder an. Entlüften Sie dann das Hydrauliksystem und achten Sie auf Undichtigkeiten. Lassen Sie uns die erläuterten Wartungsmaßnahmen zusammenfassen. Überprüfen Sie die Wartungsanzeige. Schalten Sie den Systemdruck ab. Nehmen Sie die Abdeckung des Gehäuses ab. Bauen Sie das gebrauchte Filterelement und die Dichtung aus. Säubern Sie den Dichtungsbereich und den Deckel des Gehäuses. Bringen Sie die Ohrringe, Dichtungen und Gehäusedichtungen an. Bauen Sie den neuen Filter entsprechend den Anweisungen ein. Bringen Sie die Gehäuseabdeckungen wieder an. Entlüften Sie das Hydrauliksystem und achten Sie auf Undichtigkeiten. In der abschließenden Abbildung möchten wir Ihnen zeigen, zu welchen Problemen es kommen kann, wenn der Druck im Hydrauliksystem den Normalwert übersteigt. Dies kann durch eine Störung im System verursacht werden, zum Beispiel durch ein defektes Druckregelventil. Inspizieren Sie das Filtergehäuse auf Wölbungen. Dies zeigt mit Sicherheit an, dass der Filter unter viel zu hohem Druck steht. Die verbogene Gewindeplatte im zweiten Foto zeigt den Filter kurz vor Erreichen des Berstdrucks. Diese Wartungsinformationen dienen als praktische Anleitung. Die Wartungsanweisungen Ihres Anlagen- oder Fahrzeugherstellers werden hierdurch jedoch nicht ersetzt.